So, und weiter geht die wilde Reise. Noch ein bisschen an der Wegverschönerung hier. So, das war auch wieder aus. Na komm schon hier. So. Ach so, ich müsste an der Brücke ja auch noch eine Ausbesserung machen. Oder bei meinem Hauptweg hier in Richtung Zweit- und Drittstelle. Weil der hatte eine Creeper ja meine Brücke dort zerstört. So, jetzt gehen wir erstmal hier runter. Macht schon was aus, das bisschen Verschönerung, ne? Haben wir den ganzen Kies mal hier rein. Ist das auch noch Kies? Das ist auch noch Kies. Das ist auch Kies. Wie gesagt, ich habe zu viel Kies mitgenommen. Furchtbar. Dass ich immer gleich so übertreiben muss. So, jetzt werde ich erstmal den Rest Pflasterstein einsammeln. Sammeln wir uns den noch mal ein bisschen ein hier. Das kommt dann alles ins Lager wieder runter. So, liegt hier noch irgendwo ein bisschen was rum. Nein, sieht nicht so aus. Nö. Hier liegt jetzt nicht mehr rum soweit. Alles klar. Dann der Pflasterstein wieder hier rein. Ein bisschen, huch, ich bin in der falschen Truhe. Ein bisschen Feuerstein haben wir auch noch hier. Erde. Soweit passt das und es gewittert immer noch. Ja, so langsam werde ich auch müde. Wir haben mitten in der Nacht gerade. Ja. So, hier wächst auch alles richtig schön. Ich hoffe, hier wächst noch ein bisschen mehr hier raus. Das wäre richtig gut. Ich kann ja mal kurz auf meinen Aussichtspunkt mal gehen und mal gucken, wie das alles jetzt so aussieht. Das hatte ich alles schon sehr gut entwickelt hier, muss ich sagen. Da haben wir unsere Tiere. Da hinten ist das Zuckerrohr. Es gewittert. Hier drüben haben wir unsere kleinen Häuschen. Das Feld, die Kürbisse, die Melonen. Also hier hat sich wirklich schon einiges verändert, muss ich wirklich sagen. Einiges hat sich hier verändert. Und jetzt habe ich gleich wieder so einen kleinen Geistesblitz bekommen. Und ihr wisst, wenn der wieder irgendeinen Einfall hat, geht es sowieso wieder in die Hose. Aber ich mache das jetzt trotzdem. Mal gucken. Wenn es nicht wird, dann ist es halt nicht geworden. Aber ich will mir hier so eine kleine Überdachung machen. Ist mal gerade so, boah, voll den Blitz, ey. Aber übelst voll. Ich will mal gucken, wie das aussieht. Einfach mal schauen. Vielleicht bringt es mir irgendwie was. Das sollte man eigentlich gar nicht springen. Ja, jetzt müsste ich das irgendwie bis hier hin machen. Dann müsste ich jetzt mal hier auf die Melonen mal steigen. Bis da drüber komme ich natürlich nicht. Müsste ich das so machen hier. Und dann bräuchte ich noch ein bisschen Zäune. So, jetzt müsste das ja direkt darüber sein, hier, genau. Gut. Gut, Knut, sage ich jetzt mal. Eigentlich könnte man das alles dann mit Zäunen dann machen hier. Machen wir das mal weg, da könnten wir das eigentlich auch wegschaufeln. Ach so, ich habe nur eine Schaufel ja noch hier.
passen wir das hier noch ein bisschen an. Genauso wie hier können wir es auch noch ein bisschen anpassen. Ja. So, machen wir das mal mit weg hier. Dann werden wir das noch ein bisschen füllen. Ja, eigentlich hätte das bleiben können. Na gut, eigentlich hätte die Treppe hier bleiben können. Die muss ja hier bleiben. Sonst komme ich ja nicht herunter. Ich werde es dann noch anpassen. Ich werde es auf jeden Fall noch anpassen. So, jetzt nehmen wir uns mal die Schaufel. So, nehmt mal das. Ja, und würde sagen, fasse ich mal das mal so ein bisschen an hier. Da kann ja noch ein bisschen was drüber wachsen hier und da passt das dann schon. Gut, da war das eigentlich jetzt nicht so gut gewesen jetzt hier, aber das müssen wir wegmachen hier. Das sieht sonst ein bisschen eigenartig aus. So, so können wir es ja eigentlich jetzt lassen. Und wir können uns jetzt mal Zäune holen. So, Zäune waren ja hier. Nimm ich mir mal den letzten Rest mal hier. Und würde mir das mal hier so ein bisschen zubauen. Das jetzt so. Geht das so einigermaßen? Ja, das geht so. Sieht ganz manierlich aus. Weiß ja nicht, was mir das hier bringt. Das ist eigentlich nur optisch jetzt hier. Ja, da haben die Zäune doch gereicht hier. Schön. Nur leider haben wir das bloß bis hierhin. Hier habe ich noch eine Axt einstecken. Könnten wir das hier hinten noch mit einer Fackel ausrüsten. Hier so. Na gut, damals war ja vorne jetzt keine Fackel, aber es wird ja trotzdem passen. Und da könnten wir ja jetzt, wenn wir das jetzt einmal hier angefangen haben, könnten wir uns das jetzt hier ein bisschen begradigen. Naja, eigentlich bis hierhin, aber ist aber auch wieder doof, ne? Ich mach's mal bis hierhin. Die Box kommt mal weg. So, jetzt haben wir natürlich keinen Pflasterstein mehr hier. Natürlich sehr gut. So. So, jetzt mal ein bisschen was. Dann muss ich jetzt nochmal runter ins Lager gehen. Und mir noch ein bisschen Pflasterstein holen. Gut, ja. Na gut, so viel brauche ich ja jetzt nicht von dem Zeug. Seht ihr mal, da hätte ich mir wenigstens noch ein bisschen was holen können. Hier unten ist sogar Kohle. Ist hier unten noch mehr Kohle? Ne, war bloß das eine hier. Ja, so schnell kann es gehen. So, nächste Folge.